Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Room Total War 2 mit den Spartanern und ja, unsere Fanboys von Athen müssen jetzt mal schauen, ob die das überleben. Also wir haben 2800, wir hatten 3000 insgesamt, aber die haben meinen General einfach so getötet, diese Ärsche. Ich glaube, wir hatten wir genau 3000? Weiß nicht mehr ganz genau, ich glaube nicht. Aber rund 3000. Und der greift uns jetzt mit 3, 4,5300 ungefähr, ne? Und vor allen Dingen Fernkämpfe. Also Fernkampfkavallerie. Das heißt, meine ganzen Nahkampfeinheiten müssen eigentlich nur hinter dem Schild sich verdecken und meine kritischen Bogenschützen das Ganze überlassen. Das Problem bei denen ist halt auch, dass die nicht so viel Munition haben. Boah. Ja, das habe ich schon gemacht. Aber Rückzug ist auch nicht so. Ich könnte mich im Wald verstecken. Im Wald sind die nicht so schnell, die Kavallerie. Oh, und ich habe noch ein bisschen was hiervon. Das ist natürlich ganz sweet. Ey. Sorry. Sowas pisst an. Okay, also die haben Munition haben die echt nicht viel. Ich werde mich in die Ecke verkriechen. Wäre natürlich cool. Ja, in der Hügel wäre cool. Okay. Ich werde aber hier sowas aufbauen und sowas. Und sowas. Okay, also. Es nähert sich feindliche Unterstützung. So klein wie möglich. So klein wie möglich. Irgendwie so. Schauen wir mal. So, ihr Bogenschützen. Ich mach mal Autofeuer aus. Und die kommen leider schon. Ich hatte eigentlich gehofft, dass die alle gleichzeitig angreifen. Oh Gott. Nein. Das ist voll das guten Mondel. Aber naja, bis die da sind, passt es schon. General! Ich erwarte eure Befehle. Zu Befehl! Durchdrücken, come on! Ein bisschen weiter vor muss ich dann schon.
Oh, damit die auch schön weit schießen können. So. Und? Sind schon ein paar gestorben. Das ist sehr schön. Ui, 11. Also insgesamt 16. Cool. Nicht schlecht. So. Eieieiei. Noch nicht, noch nicht. Jetzt. Unser General wird angegriffen. Befehle? Ich schieß mal. Nee, ich schieß mal einen brennenden Schuss. Geschosse warten auf Ziele. Bogen schützen. Geschosse Batterie säubern nicht. Bogen schützen. Schnell passieren. Ich erwarte eure Befehle. Bogen schützen. Macht zwar dann nicht so viel Schaden. Aber es ist halt demoralisierend. Der feindliche General ist tot. Okay. Bogen schützen. Was machst du da? Feuert mal hier rein. Ich glaube, lieber nicht fokussieren. Damit ich so breit wie möglich auch schieße. Meine Hoffnung ist natürlich auch, dass er so schnell wie möglich seine Munition, also dass so schnell wie möglich seine Munition ausgeht. Wir erwarten eure Befehle. Bogen schützen! Geschosse warten auf Ziele! Ziele! Bogen schützen! Du Befehl! Bereit zum Einsatz! Der hat auf jeden Fall den richtigen angegriffen. Mit den anderen... die anderen... Nicht die... Die anderen hatten halt alle. Die anderen hatten alle was? Nee, also die andere Armee hatte halt sehr viel mehr Bogenschützen. Aber dafür wären Steinschleuderer tatsächlich auch ziemlich gut. Dafür wären die Steinschleuderer auch sehr gut. Weil die tatsächlich auch. Die haben tatsächlich auch mehr Munition. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Damit hier sind noch die Steppen. Bogenschützen.
Geschossinfanterie! Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Bereit! Bogenschützen! Ja, und da kommen noch mehr. Alter, nee, das kann man nicht schaffen. Wie soll ich die denn besiegen, wenn ich keine Kavallerie haben darf? Wir verlieren Boden. Okay, die ersten haben zum Glück keine Munition mehr, aber... ist total egal, weil jetzt kommen ganz viele Munitionstypen und ich habe keinen General für hochpushen. Ja. Jetzt hat der als einziges noch Munition. Okay, und das war's. Gut. Sobald ich angreife, habe ich verloren. Und wenn ich nur ausharre. Ja. Wenigstens etwas, okay. Der reitet es halt einfach weg. Ja gut, ne? Können wir eigentlich aufgeben. Spartaner werden nicht aufgeben, es sei denn, sie sterben. Die Men erwanken. Also 400 Damage rum. Verluste 3200. Ist, ob ich es hätte anders machen können. Hm.
Also die andere Version wäre zurückgegangen. Warte mal, ich will es mal nochmal probieren. Also die andere Version wäre fliehen. Und dann kommt zumindest die Armee von, also die Garnison nicht mit. Probieren wir mal kurz. Okay, jetzt sind es 1000 weniger, also ein bisschen besser für uns. Wobei, nee, Schmarrn. Ist genauso kacke. Ja, wobei doch, die Garnison ist nicht dabei. Aber trotzdem. Ups. Entschuldigung. Hab das Mikro geschlagen. Okay. Ja. Also ein großer Unterschied wird da nicht sein. Außer dass es halt jetzt. Außer dass es alles voller Wald ist. Ja, aber das ist. Also ich habe mir gedacht, dass ich mich dann irgendwohin verschanzen werde. Ich könnte hier. Warte mal. Ich könnte mich hier so halbkreismäßig aufstellen, damit halt meine Bogenschützen hier noch genug schießen können. Und dann hier vielleicht eine Einheit und hier eine Einheit verstecken. Weil der wird so breit kommen, das wird, glaube ich, kaum einen Unterschied machen. Okay, aber nein. Ach. Nee, stopp. Wow. Wenn es die KI macht, dann ist es, habe ich nur 400 oder also 500 von dem gekillt. Ich wollte eigentlich die. Aber ich habe überlebt, aber nee. Genau. So, sorry. Aber ich will natürlich. Ach, kacke. Wieso habe ich automatisch. Ja, ich habe aus Versehen auf den Gefecht starten Knopf gedrückt. Ich wollte eigentlich die. Ah gut, okay. Also ja. Das Feld ist gleich. Das Schlachtfeld ist gleich. Ups, upsie. Regnet halt jetzt. Genau, ich wollte eigentlich. Okay, ich wollte eigentlich hier die da machen, aber ich habe hier die Befestigungen gesehen, deswegen war es einfach doof. Okay. Ja, Schwefelkurve brauchen wir nicht mehr, weil es jetzt regnet. Dankeschön. Mach mal hier das da und hier das da. Naja. Und dann hier so das da. Gut, also Schwefelbrückengruppe, wie gesagt, geht nur mit Feuer. Und das funktioniert natürlich nicht. So. Es nähert sich feindliche Unterstützung. So.
Vielleicht lieferte ich hier noch welche, aber vielleicht kann ich hier so das. Bogenschützen! Befehl verstanden! Schnell vorrücken! Eure Befehle? Doppelte Befehle? Geschwindigkeit! Verstanden! Ich mach mal, ich lass mal die Bogenschützen. Nein. Ich lass die Bogenschützen dann feuern, wenn die Leute da sind. Wenn genug Kavallerie da ist. Aber. Ja. Aber ich lass die nicht auf das schießen, was sie wollen, sobald Nahkämpfer oder so da sind. Das ist ja das, was gut bei das ist ja das, was für uns gut ist. Ich habe mit denen wieder so eine Traube entstehen lassen. Naja. Das Problem ist. Also die da kommen jetzt. Auch von der Mitte her. Das Problem ist einfach, dass wie gesagt, der ist so breit, der steht hier und da und da. Und dann wird er halt so rund gehen. Und wenn ich dann hier stehe, dann wird er mich sehen. Schau mal, wie lang die gezogen sind, voll dämlich. Okay, aber jetzt geht's langsam. Selbst da sind noch welche. Die andere Version wäre, dass ich die hier verstecke. Bereit zum Einsatz. Aber ja, jetzt ist es eh zu spät. It's too late now. So. Ich bin sehr gespannt. Ich habe auf jeden Fall rundherum abgedeckt mit dem Bogenschützen. Geschossinfanterie zu euren Diensten. Die werden die wahrscheinlich entdecken. Macht euch mal ein bisschen kleiner. Kompaktformation. Das Problem ist halt einfach, dass die KI weiß, wo man ist. Und gleich wird sie die entdecken. Wurden entdeckt. Ja, natürlich. Na gut, dann. Unser General wird angegriffen. Geschossinfanterie bereit. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Hm.
haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten. Okay, hier, der hätte das auch entdeckt. Ja, naja, okay. Das war von Anfang an blöd jetzt. Okay. Dann Fall frei. Zum Glück gibt es hier so eine Grenze, ne? Also die haben schon einen Scheißjob hier. So ein kleines Schild. Dann haben die es schon besser, weil die größere Schilde haben. Aber ist trotzdem noch blöd. Ich probiere es mal einfach so, dass die momentan oder jetzt dahin schießen können, wo sie wollen. Weil Focus Fire ist, glaube ich, auch nicht so das Klügste. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Und jetzt kommt die Verstärkung. Na. Der feindliche General ist tot. Das Problem ist halt auch, dass wir die nicht kiten können. Die Männer wanken. Also wir könnten die jetzt auch nicht versuchen Richtung Ecke zu drängen. Also sobald wir hier rausgehen, okay, dann gehen die zurück, dann so und dann so langsam in die Ecke kiten. Ja, nur das Problem ist, dass diese Seite dann so weglaufen und dann sofort zurück. Und ja, wir würden das niemals schaffen. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Knappe Niederlage, also. Ah, Gott. Ja, die andere Schlacht war da schon tatsächlich besser. Auch wenn es ja genauso kacke war. Ja, Fanboys, ihr seid leider tot. Fall zurück! Ziel erreicht. Gut. Aber das war klar.
Das war klar. Also vor allen Dingen, also... Die Geister sagen uns, dass... Wenn er, Aber ich fürchte mich vor ihrem Zorn über diesen törichten Entschluss. Genau, also eins gegen ein, also eine Armee gegen eine Armee, okay, das hätten wir schaffen können. Aber... Aber nicht, wenn's, wenn's darum geht, irgendwie so gegen drei Armeen zu bestehen, das ist schon so, ist ja so oder so schon ein bisschen problematisch. Und dann hat er ja noch meinen General getötet hier. Das sollte echt verboten werden. Ah, Mann, aber das sage ich jedes Mal. Ich meine, es ist in Ordnung, wenn man feindliche Agenten tötet. Aber... Puh. Aber halt den feindlichen General, das ist halt schon... Das ist schon krass. Welche Ordnung, Bewegungsreichweite. Bewegungsreichweite ist immer gut. Okay, die wollen jetzt nach da. Dann hole ich mir mal ein Verteidigungsding. Ah, shit, die darf ich nicht. Ganz viele Fernkämpfer. Oh, und wir sind schon wieder ein bisschen zu lange unterwegs. Gut, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Ach so, das sind ja meine Freunde. Upsi, Entschuldigung. Genau, ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Und dann werden wir mal schauen, was wir gegen unsere Freunde machen. Also, ja, die da sind easy, aber die da werden ein bisschen problematisch. Ich könnte hier tatsächlich schon zur Stadt gehen. Das werden wir die nächste Runde machen. Weil Pferde in der Stadt sind nicht ganz so effektiv. Gut. Dann ciao.